Houston. 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 Nein. Ah, ich brenne. Hilfe. Ah. Hallo Minecraft. Heute, mache ich mal eine andere Folge. Und zwar eine... Oh, ich brauche Wasser. Eine Folge mit Crash Landings. Ich hatte doch irgendwo noch... Ah, die hatte ich da schon einsortiert. Weil irgendwie das andere gerade rumspinnt. Also das Minecraft City, ich weiß nicht... Hä? Ah, das war eine Cold Water Bottle. Ich weiß noch nicht genau, woran das liegt. Hab leider gerade auch keine Zeit, das so auf die Schnelle zu prüfen. Und darum... werden wir jetzt ein bisschen Crash Landings spielen. Ich brauche noch ein bisschen Bone Meal. Eigentlich auch ein Werkzeug, aber... Oh, der ist schon fertig. Okay. Ich habe keine Sticks mehr, ist ja auch doof. Weil ich muss mir ja hier wieder einen Croc basteln. Na, nicht die Needle Gun. So. Wir wollen heute mal anfangen, dass wir uns Erde fabrizieren können. Dazu brauche ich zum einen im Moment erstmal recht viele Saplings. Außerdem müssen wir uns eine Tonne basteln. Einen Fass, um die Saplings zu recyceln. Und dann wird daraus eben Erde. Und je mehr Erde wir haben, je mehr Zeug können wir uns anpflanzen. Und darum ist das am wichtigsten im Moment. Also wir brauchen dazu eben Holz. Saplings im Moment. Später machen wir das mit Laub, weil wir haben natürlich viel mehr Laub. Dazu muss ich dann aber erstmal ein bisschen Eisen schmelzen und daraus eine Schere machen. Die machen wir jetzt voll so weg hier. Es wird auch schon wieder Nacht, also das heißt, ich muss gleich aufpassen. Jetzt sind wir mal leise und horchen mal, dann hören wir vielleicht schon die ersten Monster. Pflanzen wir hier noch schnell an, dann gehen wir rein und dann sind wir erstmal sicher. So, jetzt muss ich gucken nach dem Fass. Wie heißt denn das? Bucket eigentlich nicht. Ah, wie heißt denn das? Drum. Drum ist es auch nicht. Ich weiß nämlich... Ah doch, ich glaube, ich krieg's noch zusammen. So und so. Ja, ein Barrel. Ein Oak Barrel. Machen wir mal 3 Stück. Die stellen wir dann mal hier alle der Reihe nach... Oder? Ne, wir stellen sie übereinander. Und dann können wir hier heben. 8. Saplings oder Laub reintun. Und daraus wird dann eben, wenn es kompostiert ist, da seht ihr oben immer eine Zeile. Und wenn das fertig ist, dann, Moment, falsch rum, andere Richtung. Ja, wir müssen auch Wasser gewinnen. Leadstone Energy Flux-Dingsteil. Leadstone Flux Kapazität. Der müsste hier jetzt eigentlich Strom abgeben und dann macht er aus den Saplings, entzieht er denen das Wasser und das können wir dann nachher eben wieder verwenden. Außerdem kommen da Sticks raus, das ist auch gut. Moment hier. So. Zwischenzeitlich haben wir noch ein bisschen das durch. Unsere Wassersättigung geht gerade noch. Weil wir brauchen eigentlich auch einen Ofen. Sonst können wir das Eisen nicht schmelzen, dadurch keine Schere machen und weniger von den Laubdingern dann recyceln bzw. kompostieren. Unsere Wassersättigung geht schon wieder etwas nach unten. Das heißt, unser Camelbag ist leer. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt ein paar Steine rauskriege. Und dann sehen wir gleich mal weiter. Ich meine, die Saplings sind schon kompostiert. Da kriegt man schon auf jeden Fall 2 Erde dann raus. Und das Wasser sollte auch ein bisschen reichen. Hoffe ich. Wenn nicht, haben wir noch 2 Cold Water Bottles. Oder 3. Die können wir direkt trinken. So, hier haben wir ja 400 Wasser drin. Cold Water Bottle. Hier haben wir noch eine. Die hauen wir jetzt da rein, drehen den Spieß um. Und es reicht nicht, wir brauchen 1000. Okay. Das heißt, das wird unsere nächste Aufgabe. Hier machen wir jetzt mal die Wasserflasche rein, damit wir hier noch ein bisschen zu trinken haben. So. Dann nehmen wir hier mal. Da habt ihr. So, 2 Erde haben wir. Hier. Das ist schon mal gut. Und jetzt brauchen wir Steine. Hier haben wir 5. Und da haben wir keine mehr. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Das heißt, wir müssen noch mehr von dem Zeug hier durchhauen. Ich brauche noch 16 Steinchen. Ob wir die jetzt noch zusammenkriegen, ich hoffe es mal. Wir haben fast ein Stack Dust. Ja, das ist halt ein Risiko. Wir brauchen ja 8 Cobblestone, um uns einen Ofen zu machen. Deshalb weiß ich noch nicht. Komm mal, ein Steinchen. Ja, und gleich noch eins, komm. Put. Ja, die Spinnen sind natürlich auch unterwegs. Gerade haben wir auch schon ein Skelett gehört. Da hinten sehen wir diverse andere Zombies am oberen Bildrand. Was wir in der nächsten Folge auf jeden Fall auch machen müssen, ist eben ein bisschen in Tinkers Construct reingucken. Weil wir hier keine richtigen Werkzeuge machen können, sondern nur Tinkers Werkzeuge. Also von der Haltbarkeit her, wir können die normalen auch machen, aber die zerbrechen gleich nach dem ersten Versuch. Oder nach dem ersten Item, das wir abbauen. Was wir uns auch machen sollten, ist ein Apfelbaum. Wollte ich letztes Mal eigentlich schon machen, glaube ich. Aber da habe ich ja keinen Apfel gekriegt. Ja. Ich hoffe mal, wir überleben die Folge. Oh, ich brauche Steine. Ich habe nur 5 Stück. Ich brauche mehr. Ja, 6. Komm, weiter. Noch mehr. Sieben ist gut. 8 ist auch gut. Weiter. Die Hälfte haben wir. Brauchen noch ein bisschen was. 9 ist auch gut. Wenn wir 12 kriegen, wäre ich schon mal relativ zufrieden. 11. Sehr gut. Komm, weiter. 5 Stück noch. Na. 10. Das haben wir noch. 12. Sehr schön. Come on. 4. Ne, 8. Doch 4 Steinchen. Brauchen wir noch 4? Doch 4 Steinchen brauchen wir noch. Oh, das wäre jetzt... Come on. Nein. Komm. 13, ja, toll. Das reicht halt nicht. Wo haben wir denn unseren... Hier. Redstone-Torch. Gehen wir mal nach unten und farmen hier noch ein bisschen Dust. Damit wir hier noch die restlichen Steinchen rauskriegen. So. Also 3 Steinchen brauchen wir noch. Es wird gerade auch Tag, das ist gut. Und sobald wir nämlich auch einen Ofen haben, können wir Holz verbrennen und uns ein paar Fackeln machen. Komm, einen noch. Ein Steinchen. Ich glaube, Eisen müsste ich genug haben. Zumindest für eine Schere jetzt erstmal. Oh Mann. Immer das, was man braucht, das kommt nicht. Das ist immer so. Immer. 16. So. Also, geht doch. Warum nicht gleich so? 8 Cobblestone zusammen geben einen Ofen. So. Jetzt brauchen wir das Eisen. Pulverized Eisen. Iron. Da haben wir noch mehr. Den ganzen anderen... Das ganze andere Zeug haue ich mal einfach hier mit rein. So. Bisschen was essen. Möchte ich jetzt. Ich esse zwar auch, esse jetzt mal die Äpfel. Weil die geben mir gleichzeitig auch noch ein bisschen, einen brauchen wir noch. Die geben mir auch noch Flüssigkeit. So, eine Schere. Sehr gut. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Es ist immer ein Risiko, dann hier rauszugehen. So, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Laubarbeit. Sehr schön. Das ist jetzt sehr sinnvoll. Und pflanzen wir hier noch ein paar Bäume an. Mal, dass da noch ein Sapling rausgekommen ist. Ein Sapling wäre natürlich etwas wenig. Oder dass ich noch welche habe zumindest. Hier einer. Pflanzen wir dahin. Und dann haben wir hier noch einen Birch Sapling. So. Und dann können wir hier nämlich die mal reinhauen. Ein paar nehmen wir hier mit. Machen wir noch ein bisschen Erde. Ja, die Tür sollte ich vielleicht zumachen, einfach zur Sicherheit. So. Dann machen wir hier ein bisschen Kohle. 4 Strings haben wir. Reicht noch nicht. Aber das wird auch noch. Das Essen machen wir da mal raus. Setzen wir hier in die Kiste. So, ein Charcoal haben wir. Das verbrennen wir gleich wieder, aber wir sollten vielleicht Redstone kann man nicht brennen, Silber, Aluminium braucht man nicht, Kupfer, Zinn. Mach mal das Tin. Weil sonst verschwenden wir die Kohle, die da drin ist. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust. Eine Kohle kann 8 Dinger brennen. Und das nutzen wir auch aus. So. So, Fackeln haben wir auch. Die stellen wir gleich mal draußen auf. So, sehr schön. Gut, also Wasserproduktion lief. Hier machen wir jetzt eine Flasche Wasser rein. Und dann kriegt man da nämlich auch was raus. Der wird jetzt hier halt weitergegeben. Können wir hier einstellen, dass er das nicht machen soll. Genau, so. Bleibt es, glaube ich, drin. Puh. Gut, also wir können einen kleinen Erfolg vermelden. Wir haben jetzt inzwischen eine Wasserquelle. Nahrung, ja, müssen wir dann mal gucken. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Aber Wasser war jetzt erstmal das Wichtigste. Und Nahrung haben wir auch noch ein bisschen. So. Das war's von der dritten Folge Minecraft Crash Landings. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die kommt leider heute ja, außerplanmäßig. Wie gesagt, weil Minecraft City ein bisschen rumspinnt. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.